Aufnahme in den Himmel und ihre Krönung zur Königin des Himmels zu betrachten. Joy and pardon in the hearts of the little ones. The heavens and the earth will be renewed. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, Gott Israels. Mit dem Eröffnungsvers der Heiligen Messe zelebriert Papst Franziskus die Heilige Messe vom 28. Sonntag im Jahreskreis.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Es folgt das Bekenntnis. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e volizioni per mia grandissima colpa e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Der Chor singt das Kyrie aus der Missa De Angelis.
Der Papst spricht das Tagesgebet. Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre. Herr unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Es folgt die erste Lesung in englischer Sprache. A reading from the second book of the Kings. Naaman the leper. Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. In jenen Tagen ging Naaman der Syrer vom Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann Elisha befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes, und er war rein von seinem Aussatz. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Elisha antwortete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu nehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman: Wenn es also nicht sein kann, dann gebe man deinem Knecht so viel Erde, wie zwei Maultiere tragen können. Denn dein Knecht wird keinem anderen Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als Jahwe allein. Wortgesang. Der Herr hat seine Gerechtigkeit enthüllt vor den Augen der Völker. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat seine Gerechtigkeit enthüllt vor den Augen der Völker. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Der Herr hat seine Gerechtigkeit enthüllt vor den Augen der Völker. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore
Herr hat seine Gerechtigkeit enthüllt vor den Augen der Völker. Die zweite Lesung wird in spanischer Sprache vorgetragen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de... Denk daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. So lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Verbum Domini. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Das Evangelium wird in italienischer Sprache verkündet aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Le
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria Tibi Domine. Lungo il cammino verso Gerusalemme, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Egli disse: Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Verbum Domini. Papst Franziskus segnet mit dem Evangeliar die versammelte Gemeinde. Es folgt die Predigt. Il Vangelo di questa domenica ci invita a riconoscere con stupore e gratitudine i doni di Dio. Das Evangelium dieses Sonntags lädt uns ein, mit Staunen und Dankbarkeit die Gaben Gottes anzuerkennen. Auf dem Weg, der ihn zum Tod und zur Auferstehung führt, trifft Jesus 10 Aussätzige, die ihm entgegenkommen. Sie bleiben in der Ferne stehen und schreien ihr Übel vor jenem Mann heraus, den ihr Glaube als möglichen Retter erahnt. Jesus, Meister,
Hab Erbarmen mit uns. Sie sind krank. Sie suchen jemand, der sie heilt. Jesus antwortet und sagt ihnen, zu den Priestern zu gehen und sich ihnen zu zeigen. Nach dem Gesetz des Mose hatten die Priester nämlich die Aufgabe, eine eventuelle Heilung festzustellen. Auf diese Weise beschränkt Jesus sich nicht darauf, ein Versprechen zu geben, sondern stellt ihren Glauben auf die Probe. Zu diesem Zeitpunkt sind die 10 nämlich noch nicht geheilt. Sie erlangen die Gesundheit erst auf dem Weg zurück, nachdem sie dem Wort Jesu gehorcht haben. Alle zeigen sich voller Freude den Priestern und gehen dann ihre Wege, wobei sie aber dem Geber vergessen, also den Vater, der sie durch seinen menschgewordenen Sohn Jesus geheilt hat. Dimenticando però il donatore, cioè il padre che li ha guariti mediante Gesù, il suo figlio fatto uomo. Uno soltanto fa eccezione, un samaritano, uno straniero. Nur einer macht eine Ausnahme, ein Mann aus Samarien, ein Fremder, der an den Rändern des auserwählten Volkes lebt, fast ein Heide. Dieser Mann gibt sich nicht damit zufrieden, die Heilung mittels des eigenen Glaubens erhalten zu haben, sondern sorgt dafür, dass jene Heilung auch zu ihrer Vollendung kommt. Er kehrt zurück, um seinen Dank für die empfangene Gabe zu bekunden. So erkennt er Jesus als den wahren Priester an, der ihn, nachdem er ihn aufgerichtet und geheilt hat, auf den Weg bringt und in seine Jüngerschaft ruft. E accoglierlo tra i suoi discepoli. Saper ringraziare, saper lodare quanto il Signore fa per noi. Dank sagen und Lob darbringen können für das, was der Herr für uns tut. Wie wichtig ist das? Und dabei mögen wir uns fragen, sind wir fähig, Danke zu sagen? Wie oft sagen wir in der Familie Danke, in der Gemeinschaft oder in der Kirche? Wie oft sagen wir jemand Danke, der uns hilft, der uns nahe ist oder der uns im Leben begleitet? Oft nehmen wir alles als selbstverständlich hin. Und das geschieht auch mit Gott. Es ist leicht, zu Gott zu gehen, um etwas zu erbitten, aber zurückzukehren, um sich zu bedanken. Deshalb unterstreicht Jesus mit Nachdruck das Ausbleiben der 9 undankbaren Aussätzigen. Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? La mancanza de 9 lebrosi ingrati. Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere la gloria a Dio all'infuori di questo straniero? In questa giornata giubilare ci viene proposto un modello, anzi, il modello a cui guardare. Maria, la nostra madre. An diesem Tag des Jubiläums wird uns ein Vorbild empfohlen, ja geradezu das Vorbild, auf das wir schauen sollen. Maria, unsere Mutter. Nachdem sie die Botschaft des Engels erhalten hatte, ließ sie aus ihrem Herzen einen Gesang des Lobes und des Dankes an Gott kommen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Bitten wir die Gottesmutter, uns zu helfen, damit wir verstehen, dass alles Gabe Gottes ist und damit wir Danke zu sagen vermögen, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Solo quello che sa ringraziare sa della pienezza della gioia.
Per saper ringraziare occorre anche l'umiltà. Nella prima lettura abbiamo ascoltato. Um Danke sagen zu können, bedarf es auch der Demut. In der ersten Lesung haben wir die eigenartige Geschichte von Naaman, dem Feldherrn des Königs von Aram, gehört. An Aussatz erkrankt, nimmt er, um geheilt zu werden, den Vorschlag einer armen Sklavin an und unterzieht sich den Behandlungen des Propheten Elisha, der für ihn ein Feind ist. Naaman ist jedoch bereit, sich zu demütigen. Und Elisha verlangt nichts von ihm, sondern trägt ihm nur auf, ins Wasser des Jordan einzutauchen. Diese Aufforderung verblüfft Naaman, ja macht ihn verärgert. Kann es wirklich ein Gott sein, der solche Banalitäten verlangt? Er möchte kehrt machen, aber dann akzeptiert er es, in den Jordan einzutauchen und wird augenblicklich geheilt. Ma poi accetta di immergersi nel Giordano e subito guarisce. Il cuore di Maria più di ogni altro è un cuore umile, capace di accogliere i doni di Dio. E Dio per farsi uomo. Das Herz Mariens ist mehr als alles andere demütig und fähig, die Gaben Gottes zu empfangen. Für seine Menschwerdung hat Gott gerade sie erwählt, ein einfaches Mädchen aus Nazareth, die nicht in den Palästen der Macht und des Reichtums wohnte und die keine außerordentlichen Heldentaten vollbracht hatte. Fragen wir uns, ob wir bereit sind, die Gaben Gottes zu empfangen, oder ob wir es lieber vorziehen, uns auf unsere materiellen Sicherheiten, auf unsere intellektuellen Gewissheiten oder auf die Gewähr unserer Planungen zurückzuziehen. È significativo che Naaman e il Samaritano siano due stranieri. Quanti stranieri, anche persone di altre religioni, ci danno esempio. Es ist bedeutsam, dass Naaman und der Mann aus Samaria zwei Fremde sind. Wie viele Fremde, auch Menschen anderer Religionen, geben uns ein Beispiel für die Werte, die wir manchmal vergessen oder vernachlässigen. So mancher, der neben uns lebt und vielleicht gering geschätzt oder ausgegrenzt wird, weil er ein Fremder ist, kann uns jedoch beibringen, wie wir auf dem Weg gehen sollen, den der Herr will. Auch die Gottesmutter hat mit ihrem Bräutigam Josef die Ferne in ihrer Heimat erfahren. Für lange Zeit ist sie eine Fremde in Ägypten gewesen, weit weg von ihren Verwandten und Freunden. Ihr Glaube hat jedoch die Schwierigkeiten zu meistern gewusst. Machen wir uns den einfachen Glauben der heiligen Gottesmutter zu eigen. Bitten wir sie, dass wir lernen, immer zu Jesus zurückzukommen, um ihm Danke zu sagen für so viele Wohltaten seiner Barmherzigkeit. Nach der Predigt folgt ein Moment der Stille und der Meditation. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Papst Franziskus hat an diesem Sonntag vom Evangelium ausgehend dazu eingeladen, über die Gaben Gottes zu staunen und sie mit Dankbarkeit anzuerkennen. Er legt uns die Frage vor, ob wir bereit sind, die Gaben Gottes zu empfangen oder ob wir es lieber vorziehen, auf unsere materiellen Sicherheiten, auf unsere intellektuellen Gewissheiten oder auf die Gewähr unserer Planungen uns zurückzuziehen. Dank sagen und Lob darbringen können für das, was der Herr für uns tut,
Wie wichtig ist das, so betont Papst Franziskus. Und wiederum stellt er uns die Frage, sind wir fähig, Danke zu sagen? Wie oft sagen wir in der Familie Danke, in der Gemeinschaft oder in der Kirche? Wie oft sagen wir jemand Danke, der uns hilft, der uns nahe ist oder der uns im Leben begleitet? Allzu oft, so bemerkt der Papst, nehmen wir Menschen alles als selbstverständlich hin. Und diese Selbstverständlichkeit gilt dann auch für Gott. Der Papst erinnert daran, dass es ganz leicht ist, zu Gott hinzugehen, um etwas zu erbitten. Aber kehren wir auch zu Gott zurück, um ihm zu danken? Als großes Vorbild stellt Papst Franziskus uns Maria vor Augen. Jene Frau, die ganz und gar von der Dankbarkeit erfüllt gewesen ist. Es folgt das Glaubensbekenntnis. Thank you.
Es folgen die Fürbitten. Fratelli carissimi, uniamo la nostra voce a quella di Maria Vergine. Liebe Brüder und Schwestern, vereinen wir unsere Stimme mit der der Jungfrau Maria, um Gott das Lob zu schenken und seine Barmherzigkeit zu erbitten für alle, die in Sorge sind. Kyrie eleison. Vater, gieße über die Kirche dein Geist aus, damit sie mit Freimut das Evangelium verkünde, beständig sei angesichts der Prüfungen der Welt und mit Liebe alle aufnehme, die zu dir zurückkehren. Die zweite Fürbitte wird in Chinesisch vorgetragen. Höre, o Vater, das Rufen der bedrängten Völker. Erwecke in den Regierenden Gedanken des Friedens, führe die Vertriebenen in ihre Länder zurück und schenke allen Ruhe und Frieden. Die dritte Fürbitte wird in Portugiesisch vorgetragen. Debruçai-vos, ó Pai, sobre os vossos filhos dispersos. Neige dich, o Vater, zu deinen verstreuten Söhnen und Töchtern. Bekehre die Herzen der Sünder. Enthülle dein Angesicht vor denen, die nicht glauben, und führe alle zurück in deine Liebe. Die vierte Fürbitte wird in Polnisch vorgetragen. Führe mit Liebe, o Vater, die Kranken. Lindere die Schmerzen jener, die leiden. Nimm an die Gabe derer, die teilnehmen am Kreuz Christi und halte in der Hoffnung jene, die geprüft werden. Die fünfte Fürbitte wird in Französisch vorgetragen. Bilde unser Herz, o Vater, wie jenes Mariens, dich mit Gelehrsamkeit zu hören, dir mit Großherzigkeit zu dienen und wie Maria, dich in ungeteilter Weise zu lieben. Ascolta, o Padre, la preghiera della Chiesa. Höre, o Vater, das Gebet deiner Kirche, die vereint um Maria niemals müde wird, die ihr Lob zu singen und dich immer anruft in der Prüfung, durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
Zahlreiche Gläubige und Vertreter marianischer Kongregationen haben die Gaben zum Altar gebracht. Es folgt das Gabengebet. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen, durch Christus, unseren Herrn. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater. Es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Es folgt das Sanctus. Der Papst betet das vierte Hochgebet. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza.
la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Es vollzieht sich der Moment der heiligen Wandlung. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Brot und Wein werden Jesu Leib und Jesu Blut. Geheimnis des Glaubens. Questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi e l'ascensione al cielo dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa. E a tutti coloro che mangeranno di questo unico pane e berranno di questo unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del Collegio Episcopale, di tutto il clero,
di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti e del tuo popolo, e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concede a noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione, del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Es folgt das Vater Unser. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Offerte vobis pacem. Der Papst tauscht nun den Friedensgruß mit den Konzelebranten und Diakonen aus. Im Anschluss
folgt das Agnus Dei, der Gesang zur Brotbrechung. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es folgt die heilige Kommunion. Thank you.
Anschluss an die Kommunionausteilung erfolgt nun ein Moment der Stille und der Danksagung. Wie wunderbar passen die Worte Papst Franziskus in der heutigen Predigt zu diesem marianischen Jubiläum. Bitten wir die Gottesmutter, uns zu helfen, damit wir verstehen, dass alles Gabe Gottes ist und damit wir Danke sagen vermögen. Dann wird unsere Freude vollkommen sein. In einzigartiger Weise hat sich die Gabe Gottes konkretisiert und ist Mensch geworden in Jesus Christus, der sich den Menschen im Sakrament des Altares in seinem Leib und seinem Blut schenkt. Immer wieder sind wir eingeladen, in Dankbarkeit zum Herrn zurückzukehren, um ihm für diese große Gabe, die jeden Einzelnen von uns und die Kirche nährt, zu danken. Schließen wir in diesen Dank auch den Dank für jene ein, mit denen wir leben, in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Kirche. Für die Menschen, wie Papst Franziskus es uns ans Herz gelegt hat, die uns im Leben begleiten. Nehmen wir nichts als selbstverständlich hin. Ebenso nehmen wir es nicht selbstverständlich, dass Gott sich uns geschenkt hat. Kehren wir zu ihm zurück, nicht nur mit einem Herzen voller Bitten, sondern mit einem Herzen des Dankes. Zugleich kommt darin zum Ausdruck, dass wir nicht auf unsere materiellen Sicherheiten bauen, auf unsere intellektuellen Gewissheiten, wie Papst Franziskus gesagt hat, sondern auf Gott. Es folgt das Schlussgebet. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier nährst du deine Gläubigen mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes. Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben, durch Christus, unseren Herrn. Es folgt die Ansprache zum Angelus-Gebet. Con dolore ho ricevuto le notizie circa le gravi conseguenze. Liebe Schwestern und Brüder, mit großem Schmerz habe ich erfahren von den schweren Folgen des Hurrikans, der in diesen Tagen die Karibik und vor allem Haiti heimgesucht hat, der so viele zahlreiche Opfer gebracht hat, so viel Evakuierung und der beträchtlichen materiellen Schaden hat entstehen lassen. Ich versichere meine Nähe der Bevölkerung und bringe mein Vertrauen zum Ausdruck in die Solidarität der internationalen Gemeinschaft, der katholischen Institutionen und der Menschen guten Willens. Ich lade dazu ein, sich mit meinem Gebet zu vereinen für unsere Schwestern und Brüder, die in der Prüfung sind.
Ieri a Oviedo, Spagna, sono stati proclamati beati i sacerdoti. Gestern wurde in Oviedo in Spanien der Priester Gennaro Fueyo Castellón und drei seiner Gefährten, die Laienchristen sind, selig gesprochen. Loben wir den Herrn für ihr heroisches Zeugnis des Glaubens. Sie wurden der Schar der Märtyrer hinzugefügt, die ihr Leben hingegeben haben, im Namen Jesu Christi. Ich möchte einen herzlichen Gruß am Ende auch an alle richten, liebe Schwestern und Brüder, die Sie teilnehmen an diesem marianischen Jubiläum. Danke für Ihre Gegenwart. Ich möchte zum Ausdruck bringen, mit den Worten von Papst Johannes Paul II. Beim Weiheakt der Gottesmutter am 8. Oktober des Jahres 2000. O Maria, wir wollen dir die Zukunft anvertrauen, die vor uns liegt. Die Menschheit ist imstande, diese Welt in einen blühenden Garten zu machen oder sie völlig zu zerstören. An diesem Scheideweg rufen wir die Jungfrau um ihre Hilfe an, das Leben zu wählen und das Evangelium Jesu Christi von der Erlösung zu leben. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tu Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tu Jesus. Santa Maria, Madre Dei, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut cancer annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia teis. Requiescant in pace. Es folgt der Segen des Papstes. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di annunciare che sabato 19 novembre, alla vigilia della chiusura della Porta Santa della Misericordia, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali dei 5 continenti. Der Papst proklamiert ein Konsistorium bei der Schließung des Heiligen Jahres am 19. November. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, a conclusione dell'anno santo straordinario della misericordia,
concelebrerò la Santa Messa con i nuovi cardinali, con il collegio cardinalizio, con gli arcivescovi, con i vescovi e con i presbiteri. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Es folgen die Namen der neuen Kardinäle. Monsignor Mario Zenari, che rimane nunzio apostolico nell'amata e martoriata Siria. Monsignore Dieudonné Nalapalinga, arcivescovo di Bangui. Monsignore Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid. Monsignore Sergio da Rocha, arcivescovo di Brasilia. Monsignor Blaise Supich, arcivescovo di Chicago. Monsignor Patrick Rosario, arcivescovo di Dhaka. Monsignor Baltasar Enrique Porras Cardoso, arcivescovo di Mérida. Monsignor Joseph de Kessel, arcivescovo di Malines, Bruxelles. Monsignor Maurice Piat, arcivescovo di Port Louis. Monsignor Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Monsignor Carlos Aguiar Retes, arcivescovo di Tlanepantla. Monsignor John Ribat, arcivescovo di Port Moresby. Monsignore Joseph William Tobin, arcivescovo di Indianapolis. Ai membri del collegio cardinalizio unirò anche due arcivescovi ed un vescovo emeriti che si sono distinti nel loro servizio pastorale ed un presbitero che ha reso una chiara testimonianza cristiana. Essi rappresentano tanti vescovi e sacerdoti che in tutta la Chiesa hanno edificato il popolo di Dio, annunciando l'amore misericordioso di Dio nella cura quotidiana del gregge del Signore e nella confessione della fede. Essi sono Monsignore Anthony Soter Fernandez, arcivescovo emerito di Kuala Lumpur. Monsignore Renato Corti, arcivescovo emerito di Novara. Monsignore Sebastian Koto Kwarai, vescovo emerito di Mohale Hoek. Reverendo Ernest Simoni, presbitero dell'archidiocesi di Shkodrepult Scutari. Preghiamo per i nuovi cardinali. Außerdem fügt der Papst drei emeritierte Erzbischöfe und einen Priester dem Kardinalskollegium hinzu, die bereits das 80. Lebensjahr überschritten haben. E di principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite et
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Vatikan, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, mit dem Ruf des Diakons geht hin in Frieden, verabschiede auch ich mich von dieser Live-Übertragung vom Petersplatz anlässlich des Marianischen Jubiläums mit Papst Franziskus. Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Vatikan und den uns zugeschalteten Zuschauern von Bonifatius TV, Radio Gloria, Radio Maria Deutschschweiz, Radio Maria, EWTN, KTV und Radio Horeb einen gesegneten Sonntag. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.